So, komm jetzt, Hansel, komm. Na, das hast du das letzte Mal schon angesehen, als wir im Verkehrsmuseum waren. Ja, komm jetzt. Was? Was ist? Hä? Was sagst du ich? Oh, das wirst du wohl wissen, oder? Ist noch angeschrieben. Steht da oben. Boing. Was ist eine Boing, hä? Was? Flug. Flugzeug, aha, ja, das ist jetzt ein Flugzeug, hä? Was ist? Unten, was das ist? Unten, am Flügel unten. Ah, was das ist, das da so herunterhängt da? Hm. Na, das braucht es eben, hä? Etwas muss er ja schon haben, hä? Was, die? Düsen, ah, Düsen, ja, das sind jetzt Düsen. Wie die funktionieren, so Düsen? Aha. Ja, die Düsen, die sind vorne, sind sie geöffnet, hä? Und hinten sollten sie auch offen sein, ja? Jetzt ist das so, nicht? Die Luft, die kommt von da, geht dann so in die Düsen hinein, oder? Und dort hat es dann so Motoren, was? Nein, nicht Protonen, das sind Motoren, oder? Und die nehmen die Luft, die da kommt, und dann jagt sie hinten weg, und dann kommt sofort wieder neue nach, und die jagt es auch, das ist wahrscheinlich hin und her, oder? Und plötzlich haut es ab. Ist natürlich auch die Luft, die das Flugzeug immer nach oben drückt. Die Luft drückt das Flugzeug, natürlich drückt. Habt ihr doch das auch schon demonstriert, habt ihr mal so ein leichtes Brotpapier in der Luft gehalten, so, dann von unten so geblasen, schön so, oder? Und dann bleibt das Brotpapier wunderbar schön so oben in der Luft. Das ist ungefähr das Prinzip vom Flugzeug, ja? Ja, nur diese gehen einfach noch mehr vorwärts, oder? Und dann die Luft, was Luft? Was Luft ist nicht nichts. Ja, wahrscheinlich. Ha, Luft, das ist, Luft kannst du berühren. Natürlich kannst du die Luft berühren, oder? Das ist, nicht wenn ich jetzt so mache, hä? Wenn ich jetzt so mache und es wäre jetzt keine Luft da. Dann könnt ihr viel schneller so machen. Das halt eben nicht. Eh? Ja, mach einmal so. Eh? Spürst du nichts? Ja, da hast du doch noch kleine Finger, oder? Ja, ja, und dann kommt wieder ein Berg und beim Berg geht ja die Luft auch wieder hinauf und das nimmt das Flugzeug wieder mit und dann kommt das Meer. Und beim Meer, oder? Dort gehen sie sowieso nicht hinunter und so fliegen sie immer geradeaus, bis sie einmal hinuntergehen müssen, weil die Leute aussteigen wollen. Eh? Ja, die fliegen überall hin. Ja, die fliegen überall. Ja, ja, hei, hei, hei. Die fliegen überall. Paris machen sie auch. Paris machen sie auch. Was, wie sie Paris finden? Aha. Ja, die finden Paris. Eine Nacht, meinst du? Aha, wie sie in der Nacht Paris finden, ja. In der Nacht ist es natürlich dunkel, oder? Sobald es dunkel ist, ja, dann sieht man ja nichts mehr, oder? Dann, wissen Sie vermutlich da irgendwie nicht. Die fliegen zuerst ein paar Mal am Tag und dann finden Sie es auch in der Nacht. Und Paris ist sowieso hell beleuchtet, das sieht man schon von Weitem, oder? Und da müssen Sie nur noch hinuntergehen. Ne? Was? Wie das Flugzeug hinuntergeht? Oh, da ist ein zweiter Pilot drin. Der ist verantwortlich, dass das Flugzeug hinuntergeht. Nein, pass einmal auf. Da ist einmal der Pilot drin. Ne? Dann ist ein zweiter Pilot drin, dann sind drei. Drei. Oder das sind schon fünf, hä? Und die bremsen alle. Natürlich, und dann geht das Flugzeug runter. Natürlich, die Flügel braucht es auch zum Bremsen. Die Flügel? Natürlich sind die zum Bremsen da. Das ist doch klar, dass dein Flügel, dass sie haben die außen nur ein wenig abgerundet wegen dem Psst, oder? Ja,
das wegen dem Stoddeln, aber der Flügel, wenn ich so durch die Straße gehe, nicht wahr? Dann ist das viel einfacher, als wenn ich so gehe. Das bremst natürlich. Nur eben sind sie außen abgerundet. Das ist wie beim Volkswagen, wo es hinten so nach unten geht. He? Was? Nein, der hat den Motor nicht hinten. Ja, ja, der Volkswagen hat ihn schon hinten. Ja, ja, aber der hat den Motor weiter vorne. So, berühr das Flugzeug nicht immer. Du weißt genau im Museum, dass man die Sachen nicht berühren darf. Hä? Was meinst du? Was Raketen? Das Militär? Nein, das kann man doch nicht fürs Militär gebrauchen. Hä? Mit Raketen? Ja, wahrscheinlich. Die können doch hier keine Raketen anhängen. Die müssen ja gerade eine neue Klemmvorrichtung machen. Oh, da kannst du noch keine Raketen dranhängen. Da hat jetzt gerade noch gefehlt, das. So, geh zur Tür und warte mir raus. Da sieht man wenigstens noch die Proportionen, oder?